Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier auf den Schlingel Battles. Oh, Leute, willkommen zurück zu einem neuen Battle. Und heute kämpft Mojo Majojo, aka Joe, gegen Dead Martin. Und ja, der Mojo meinte, das war ein sehr, sehr spannender Kampf mit einem Juju-Team gegen eine Übermacht von OU und U-Bahn. Sehr spannender Kampf mit einem offenen Ende bis zum Schluss. Ja, meine Freunde, ich bin sehr gespannt auf das Match. Bevor wir aber starten, möchte ich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an Mojo Majojo aussprechen. Denn Mojo ist ein sehr, 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 sehr krasser Supporter. Auf YouTube, wie ihr sehen könnt, schickt er fleißig Zeug ein und auf Twitch vor allem, wo er fast immer dabei ist und auch schon massive Spenden dagelassen hat. Einfach unglaublich. Nur ich habe heute eine Liste auf Twitter rausgehauen mit den Top-Donators. Also generell seit der fucking Twitch-Stream-Kanal überhaupt existiert und Mojo Majojo war auf jeden Fall sehr, sehr weit oben und dafür ein herzliches Dankeschön nicht nur an ihn, sondern auch an alle anderen, die natürlich da auf der Liste sind und natürlich auch an Zuschauer, die einfach nur da sind, um zuzugucken. Ja, ihr wisst Bescheid. Tausend Dank, Leute. Ich will gar nicht weiter labern. Ich will eigentlich nicht nur starten, aber ihr wollt, dass ich starte. Ich möchte jetzt aber noch kurz ein, zwei Worte verlieren. Und zwar geht es mir gerade sehr, sehr okay. Sehr, sehr okay. Tatsächlich. Sehr, sehr okay. Ihr seht, ich bin ausgeschlafen. Ich habe sehr gut geschlafen. Hab zwar genau dieselben Pennerklamotten an wie gestern schon, aber ich bin ausgeschlafen auf jeden Fall. Ich habe Energie, ich bin fit, ich bin motiviert und vor allem geht es mir sehr, sehr okay. Ihr müsst wissen, ich mache gerade eine große, große Veränderung in meinem Leben durch. Jobmäßig wird sich einiges ändern, wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich meinen Job verlieren oder kündigen, je nachdem. Oder einfach noch weniger da sein, arbeiten, damit ich mehr Zeit in YouTube investieren kann, denn ihr werdet etwas Neues sehen. Bald, bald, bald. Ich glaube, dieses Wochenende noch sollte es launchen. Haltet also unbedingt eure Augen offen, Leute. Es wird irgendwas kommen, was euch hoffentlich aus den Socken hauen wird. Vielleicht juckt es euch null, aber ich hoffe natürlich, dass ich das Gegenteil damit erreichen kann. Ich bin sehr, sehr, sehr viel am Machen, hintendurch und so weiter. Mal wieder den Kanal völlig auf den Kopf stellen, um euch bestmöglichen Content zu bieten. Und da sind solche Leute natürlich einfach nur ein Segen. Wie gesagt, es wird sich sehr viel verändern von meiner Jobsituation her. Es hat sich privat auch schon einiges geändert, was mich momentan ein bisschen mitnimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, auch diese Situation werden wir meistern und zusammen voranschreiten. Und ich freue mich einfach nur unglaublich, dass ich so tolle Zuschauer habe. Goddammit. Ja, auf die man sich verlassen kann. Das ist mega, mega krass. Als YouTuber, das ist ein Segen, Leute. Das ist ein Segen. Ich bin definitiv der kleinste, einer der kleineren YouTuber, aber mit dem krassesten Support, der die Szene wahrscheinlich jemals erlebt hat. Und dafür einfach ein Dankeschön. Ich werde jetzt in jedem Video, ne, bei den Schlingel Battles, bei der Naslog und so weiter, werde ich wahrscheinlich so eine kleine Ansprache halten, einfach weil ich will, dass jeder einzelne von euch meinen Dank mitbekommt und natürlich auch, dass ihr vielleicht euch freut und gehypt seid aufs nächste Wochenende, weil da wird etwas passieren, was sich viele von euch schon seit sehr, sehr langer Zeit gewünscht haben und ich bin sehr, sehr stolz und gespannt, das zu realisieren und ich bin super gespannt auf eure Reaktion. Leute, ich würde es am liebsten heute raushauen, aber ich muss warten bis zum nächsten Wochenende. Okay, Freunde, herzlichen Dank an alle Supporter. Ich wäre nicht da, wo ich bin, ohne euch. Und ich könnte auch den ganzen Scheiß hier nicht machen, ohne euch. Okay, genauso wie ihr jetzt seid, ihr seid perfekt. Okay, ihr seid krass. Mehr als ich jemals hätte erwarten können, Leute. Und ich danke auch für jeden Daumen, für jeden, ne, für alle, die gucken und so weiter, nach Jahren immer noch dabei sind, Freunde. Nicht selbstverständlich und ich bedanke mich tausendmal dafür bei euch. Und ich hoffe, euch alle auf der Gamescom sehen zu können. Oh, das wird awesome, ich freue mich so unglaublich. Ey, Leute, das ist mein Lichtblick gerade. In den letzten Wochen war das mein Lichtblick.
Gamescom, um endlich mal meine Community wieder sehen zu dürfen. Jetzt starten wir aber ins Battle. Wir haben 5 Minuten. Sorry, Leute. 5 Minuten verkackt mit Reden. Aber dafür gibt Mojo uns jetzt ein sehr, sehr spannendes Battle und auf das freue ich mich. So, Pokémon-Trainer Dead Martin mit seinem starken, starken Team. Jetzt bin ich gespannt. Mit Metagross leadet der Boy. Metagross ein sehr solides Pokémon. Oh, aber Landris ebenfalls ein sehr solides Pokémon. Der Bedroher wird ins Leere gehen wegen Neutral-Torso. Genau, aber ein Erdbeben will Metagross definitiv trotzdem nicht tanken. Jetzt bin ich gespannt. Er switcht raus zu Gliscor. Okay. Kann man machen, vor allem weil Gliscor Eiszahn kann, was natürlich das Ding vierfach effektiv trifft. Es wird kein One-Shot sein, aber es wird definitiv guten, stabilen Damage machen. Gliscor konnte somit seinen Toxic Orb triggern, indem er ins Erdbeben rein switcht, es immunisiert hat und so weiter. So, jetzt scoutet wahrscheinlich das Landris einfach mal mit einem Schutzschild, was sehr interessant ist. Entscheidet sich jetzt drin zu bleiben, weil er einen Abschlag als nicht extrem störend empfindet, vor allem weil er Beulenhelm spielt und noch ein bisschen Damage auf Gliscor bringt. Mit der Kehrtwende noch ein bisschen Chip-Damage drauf und somit gleich raus switchen kann. Ich weiß nicht, ob mir das wert gewesen wäre, dieser kleine Chip-Damage, um meinen Beulenhelm zu verlieren, weil Landris und Beulenhelm, ne, gerade bei Metagross und so, schon sehr, sehr wichtig. Aber in Ordnung, er hat sich entschieden, für die Kehrtwende zu gehen, den Abschlag mit seinem Landris zu tanken und nicht mit Snibunna, was es zwar resistet hätte, aber naja, Snibunna ist eben ziemlich fragil und es trägt meistens den Fokusgurt, der natürlich dann auch verloren gegangen wäre. So, jetzt haut er natürlich die vierfach effektive Eisattacke raus, aber unser Boy hier hat mit Metagross den perfekten Switch-In, kann reinkommen, Snibunna tanken und naja, Snibunna einfach mit einem Patronenhieb one-shotten. Und das Snibunna hatte anscheinend nicht den Sash, sondern Life Orb. Habe ich das richtig gesehen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, somit auch keine Chance mehr, einen Nachthieb rauszuholen, sondern musste es sterben lassen. Holt jetzt Glurak rein. Glurak entwickelt sich noch nicht, um ein potenzielles Erdbeben von Metagross nicht tanken zu müssen. Wird wahrscheinlich ein Glurak X sein. Ja. Ist jetzt auf plus 1, kann also Trikefalo instant outspeeden. Außer Trikefalo hat den Walschal. Kann ein gewaltschaltes? Nein. Nope. Die Frage ist, was hat er? Er hat keinen Sash und Trikefalo geht down. Okay, wow. Absol kommt rein. Jetzt ist die Frage, was macht er mit Absol? Er megert sich. Wird er für den Schwerttanz gehen oder geht er straight für den Knuddler? Die Sache ist die, ein Flareblitz auf plus 1? Okay, er geht für die Drachenklaue. Und auch das reicht. Oh mein Gott. Wow. Mega Absol stirbt. Ja. Vielleicht hat er den Drachentanz vergessen oder so, weil, ne, das Ding wird mir niemals outspeeden. Jetzt kommt aber Gliscor rein, kann mit einem Erdbeben raushauen. Ja, das, also, damit Absol reinzukommen, das war schon ein krasser Missplay, weil... Ja, Absol ist einfach weg vom Fenster. Mega Glurak mit einem Drachentanz drin, tötet einfach fast alles. Er hätte direkt mit Gliscor reinkommen sollen und ein Erdbeben drücken, weil Gliscor tankt auch ein plus 2, eine plus 2 Drachenklaue von Glurak und kann mit einem weiteren Erdbeben das Ding rausnehmen und Glurak töten. Ne? Ja, Absol war an der Stelle weggeworfen, aber er dachte wahrscheinlich, er überlebt irgendwas und kann danach mit einem plus 2 Tiefschlag oder so das Ding wegknallen, aber... Ich glaube nicht mal, dass ein Tiefschlag auf plus 2 gereicht hätte, weil ehrlich gesagt hat Glurak ziemlich gute Defensivwerte. Oder mehr als das normale Glurak zumindest. So, jetzt kommt Geradax rein und der spielt kein Spielchen, der Junge. Der geht auf die Bauchtrommel, triggert instant seine Magobeere, die ihn wieder voll hielt und er ist auf plus 6. Jetzt ist die Frage... Hat unser Mojo ein Pokémon mit einer sehr, sehr starken Prio? Denn... Gliscor wird ein plus 6 Tempo-Hieb nicht
überleben. Der jetzt wahrscheinlich kommen wird, er protected, um nochmal zu saven. Also um nochmal zu regenerieren, ne? Um nochmal Aufheber zu profitieren. Wir sehen aber die Dunkelklaue tatsächlich. Und das ist kein Stab und hat nur 70 Stärke. Aber es war ein Crit. Und ich weiß nicht, ob ein plus 6 Dunkelklaue gereicht hätte, aber mit einem Crit natürlich schon. So, jetzt kommt Metagross rein. Er hat wahrscheinlich Metagross schon erwartet, deswegen ist er auf die Dunkelklaue gegangen, um das Ding auf jeden Fall rauszunehmen. Jetzt hat er aber Angst vor einem Patronenhieb anscheinend. Ne, weil outspeeden würde er wahrscheinlich mit Dunkelklaue. Fraglich wäre es, ob er den Patronenhieb überlebt hätte, weil er war auf 50% circa, ne? Und ein Stab Erdbeben von Gliscor hat 50% gemacht. Klar, Gliscor ist nicht so stark wie Metagross, aber es ist ein Stab Erdbeben. Und das war nur ein Patronenhieb. Anyways, er kann ihn rausscannen, wird dann aber von einem Guardjump aufgehalten, was er jetzt Erdbeben kann. Aber Delmice hier, der Boy, Captain, ne, der Captain, kommt rein und tankt es einfach. Juckt den Jungen nicht. Jetzt ist die Frage, haut er eine Blattgeißel raus? Die Blattgeißel trifft Landris ebenfalls neutral und sogar mit Bedrohung. Oh, dammit. Das wird Damage machen. Das ist 100er Stab-Move. Und trotz Bedrohung und sehr defensiven Pokémon macht das nicht allzu viel. Oh, und er wehrt ab. Oh, das ist bitter. Oh, das ist richtig bitter. Kehrtwende trifft neutral, weil Pflanze natürlich sehr effektiv getroffen wird. Geist resistet aber, von daher auch da nochmal einen schön überlebt. Kann er nochmal eine Blattgeißel droppen? Ja, und er kriegt sie auf Garchomp raus, was unglaublich gut ist, weil jetzt könnte unter Umständen ein Patronenhieb von Metagross schon reichen. Was er auch tun muss, denn er hat nicht mehr viel, ne? Ihm bleibt nicht mehr viel. Metagross müsste er noch haben und hat er sonst noch was? Metagross mit 70 KP. Er hat auf jeden Fall noch was, aber der Gegner hat doppelt so viele Pokémon. Er hat Metagross, aber... Oh, okay, ja, Neutral Torso, mein Freund. Ein Bullet Punch plus ein Sternenhieb oder so dürften reichen. Die Frage ist halt nur, reichen zwei Bullet Punches, weil Landorus outspeedet? Na, nee. Trotz Leben Orb reicht ein weiterer Bullet Punch nicht. Er outspeedet ihn aber, weil Landorus defensiv investiert ist. Oh mein Gott, und er kriegt den Attack Boost. Das ist ein totes Garchomp. Wenn Garchomp reinkommt, ist es Garchomp tot, Alter. Plus 1 Life Orb, Bullet Punch reicht auf jeden Fall. Mongo kommt rein. Ja, und Schlingel. Mongo kommt rein und jetzt ist die Frage, was tut er? Hammerarm? Why? Hammerarm wird auch resisted. Sternenhieb war auch resisted, aber Hammerarm wird auch resisted und ist nicht mal Stab. Oh, er lässt Metagross auf plus 1 hier sterben. Ja, das nächste Pokémon muss ich durch einen Garchomp, durch einen Lamus und noch durch ein anderes Pokémon kämpfen, Alter. Kosturso. Und er hat gerade den Flammenwurf revealed. Das ist böse. Aber er outspeedet. Und der Fuchtler reicht für Mongo, Alter. Oh mein Gott. Er outspeedet, kann den Flammenwurf so aus dem Weg gehen und tötet das Ding mit dem Fuchtler. Ist das Kraft? Oh, Wutanfall. Das wird nicht reichen. Das wird niemals... Alter, Kosturso ist so fucking bulky. 120er Stab. OMG, Kosturso wreckt gerade. Ein Lamus, ein fucking Knackrack und ein Giradax werden gerade von dem Kosturso weggeknallt. Turbo-Tempo, das reicht niemals. Das macht gar nichts. Oh mein Gott. Und er kriegt den dritten Turn von Fuchtler und killt das Giradax mit einem Pokémon. Und dieses eine Pokémon ist ein Kosturso, Alter. Holy shit. Yo, Mojo, mach mir einen Gefallen und schreib uns bitte das Set von diesem Kosturso in die Kommentare. Holy shit. Das Kosturso ist awesome. Damn, das Ding hat gerade Knackrack, Mongo und Giradax rausgenommen in einem Sweep.
Holy shit, das war richtig gut. Das war richtig schön und spannend. Freunde, das war's mit dem heutigen Schlingel-Battle. Ich möchte, wie gesagt, gar nicht mehr lange labern. Ich habe anfangs schon viel zu viel gelabert. Danke Mojo Majojo nochmal für den Support. Danke fürs Battle. Vergiss nicht, das Set reinzuschreiben. Würde mich ultra interessieren und ich glaube, die anderen auch. Und dann sehen wir uns im nächsten Part hier bei den Schlingel-Battles. Haut rein.